Junge, ich habe einfach 8 verbleibende Gegenstände aus der Megabox. Holy shit. Ich zitter gerade. Piper! www.scheißboxer.shop Jetzt erhältlich. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Pookie, schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Was geht ab, Leute? Heute, gibt es was richtig, richtig krasses. Ihr seht schon im Titel, im Thumbnail, wie auch immer. Es ist kein Fake. Es ist wirklich passiert, allerdings leider nicht mir. Also so viel kann ich schon mal sagen. Leute, ein Abonnent von mir, sagen wir es mal so, hat einfach eine Megabox mit 8 verbleibenden Gegenständen bekommen. Leute, das ist einfach nur geisteskrank. Ich probiere schon so lange, so eine Kiste zu bekommen. Ich habe schon so verdammt viel Geld ausgegeben auf 9 Accounts, um das zu versuchen. Um das irgendwann mal hinzubekommen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe in Brawl Stars schon 8000 Euro ausgegeben oder so. Er wahrscheinlich komplett free to play. Zieht einfach aus der Kiste bei 6000, war das glaube ich, die Belohnung. Zieht er einfach mal so 8 verbleibende Gegenstände. Ja, muss man auf jeden Fall nicht verstehen, aber auf jeden Fall, ich gönn's ihm. Und wir schauen uns jetzt das Video erstmal gemeinsam an. Das ist einfach nur heftig. Junge, ich habe einfach 8 verbleibende Gegenstände aus der Megabox. What the fuck, Alter? Was geht denn jetzt ab? Okay, Gewitter ist da, würde ich mal sagen. Okay, jetzt zieht erstmal Powerpunkte für Pam. Dann zieht er Powerpunkte für Rosa und für die Scheißboxerin. Und das Ganze ist safe real. Das sieht man. Das ist nicht irgendwie bearbeitet oder so. Dann Powerpunkte für Barley 21. Dann für Bull nochmal 30. Und 3 neue Brawler wird er jetzt ziehen, Leute. Was wird es sein? Ich bin gespannt, Leute. Ich bin mega gespannt. Und das schauen wir uns gleich an. Leute, ein bisschen Spannung. Ich muss euch ja noch ein bisschen hinhalten. Und zwar wollte ich euch sagen, Leute, ich habe meine Shelly auf 700 Pokale gepusht. 700 ist echt schon nicht schlecht. Die Season ist zwar bald vorbei, also wenn ihr das Video seht, dann ist sie schon fast vorbei. Also ja, in einem Tag ungefähr. Also das ist auf jeden Fall nicht so schlau gewesen, aber dafür bekomme ich immerhin ein paar Star-Punkte. Und für das lohnt sich das auf jeden Fall. Kann man schon mal machen. Das heißt, die wird dann resettet und wird dann auf 600 zurückgesetzt und ich kriege 100 Star-Punkte. Und das Ganze habe ich gepusht mit Lukas Brawl Stars. Also auf jeden Fall grüßt ihn raus. Schaut bei Lukas vorbei. Gönnt euch jetzt kurz, wie wir hier auf jeden Fall alles auseinandergenommen haben im Duo-Showdown. Da ist noch ein Roboter links unten bei Leon und Shelly. Also entweder töten wir jetzt das Team hier links oben oder wir sterben und werden Dritter, Alter. Wir haben hier halt gar keine Deckung gegen die Piper, das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Okay, die werden gerade so hart gesandwiched, Mann. Oh mein Gott, die bluten hier, Alter. LOL? Hä? LOL? Oh mein Gott! Come on! Ja! Wie geil war das denn? Das ist, ob wir das gewonnen haben. Niemals. Okay, plus 9, das heißt, es fehlen nur noch 9 Pokale, dann bin ich genau auf 700. Punktlandung, das schaffen wir jetzt, komm. Ja, let's go. Ah, aber krass gedodged, Alter, keinen einzigen Treffer. Oh, was ist denn da jetzt schon wieder los, Digga, das ist so low. Mann, komm schon. Ja, wow. Jetzt habe ich ein ganz dickes Problem. Junge, das war, oh mein Gott. Ich lauf direkt in die Gegner rein. Alter, ah, Junge, was sind das auch für... Übrigens auf jeden Fall danke an den clashgames-shop.de, denn er hat mir ein super schönes T-Shirt zugeschickt. Und zwar Zeit zu brawlen, auf jeden Fall mega, mega cool. Freut mich, das T-Shirt ist in schwarz und ich find's auf jeden Fall top. Also es sitzt gut, es macht Spaß, es riecht gut. Ja, passt alles. Checkt den Shop ab, clashgames-shop.de. Und die werden so teamen, ne? Ja, auf jeden Fall. LOL. Dachte schon. Wir müssen dodgen wie die Profis. Sonst haben wir hier keine Chance. Was ist denn das hier? Hä?
Zu wem gehörte der? Sehr gut. Ja. Oh ja, da wird doch gerade wer gesandwiched. Vom Mega-Roboter. Oh ja. Ja, okay, da geht er. Okay, komm, wir spielen jetzt auf Zeit. Ja, scheiß drauf, da brauche ich. Oder? Ja, wir sind doch schon mindestens Zweiter. Ja. Ich meine, auf Zeit, so dass die Zone kleiner wird, dass wir dann noch. Also. Bisschen jetzt uns verstecken. So meinst du? Ja. Alter, die haben uns so hart die Ehre genommen, Mann. Okay, plus 7. Ja. Ein Game noch. Komm, jetzt aber. Ja, let's go. Schaffen wir. Ich hab so Angst vor denen, Alter. Ich hab so Angst vor dem Leon. Hatte die. Warte mal. Hatte Ulti ready, der Leon, oder nicht? Ja. Ah, der ist aber richtig laut. Okay, der ist vergiftet worden vom Crow. Ehre. An der Stelle. Ja. Sehr schön. Die Nita ist so am Arsch, Alter. Der Nita. Sorry, ja. Junge, jetzt wollte ich extra kurz warten, dass du auch noch ein paar abbekommst, dann läuft einfach ein Crow rein. So ein kleiner Giftzwerg, Alter. Oh ja. Das ist ja schon mal stabil. Würde theoretisch Platz 2 reichen, sag ich mal. Ich habe ein Problem. Mhm. Ja, also. So. Oh. Oh nein, 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 nein. Ah, schade. Ja. Zweite reicht nicht, ne? Oh lol, als ob. Einer zu wenig. Miese Nummer, Alter. 699. Oh nein, das schaffst du. Ne, schaffst du überhaupt nicht mehr. Scheiße, Digga. Aber der hilft mir eh nur. Oh nein. Oh. Okay, sehr gut. Kann das ein Brocken sandwichen? Ne, wir sollten eigentlich nach links oben irgendwie versuchen zu kommen. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich werde gerade mies gesandwiched. Jetzt nicht mehr, aber Piper ist zum Glück weg. Da sind aber auch zwei Pipers gewesen. War das ein Piper-Team oder? Also zwei Pipers in einem Team. Weil ich habe auf jeden Fall zwei direkt auf einem Fleck gesehen vorhin. Das wäre richtig assi, Alter. So. Ja, aber es sieht jetzt ganz gut da aus. Da unten sind die drin. Oh, ja, 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 sehr gut. Ich musste da einfach die Ulti draufballern, um das Ganze zu beenden, mal hier. Okay, Dritter sind wir schon mal. Ja, es ist halt wirklich ein Piper-Team. Alter, ich habe mich nicht geirrt. Zwei Pipers in einem Team. Ja, kann man mal machen. Ja, ist auf jeden Fall fair. Oh Mann, Alter, die Shelly tut mir eigentlich voll leid. Komm, ich lasse sie noch leben. Ich gehe jetzt lieber mal auf die Pipers. Oder? Ist das eine schlaue Idee? Eigentlich nicht, ne? Ja, ich glaube, wir sollten sie einfach töten. Komm, machen wir. Ja, okay, Zweiter. Das heißt, wir haben genug. Komm, aber wir werden jetzt auch noch Erster. Ich will den Pipers jetzt noch die Ehre nehmen. Ja, warte, ich hol kurz den noch. Ja. Oh lol, einer ist eh gestorben irgendwie. Oh. Jo, oh! Alter, jo, jo! Das ist so krank, Alter! Was will denn hier Double Piper? Okay, warte. Die eine haben wir. Die andere haben wir auch easy. Easy nice, win, Leute. Und somit habe ich die 700 Trophäen erreicht mit Shelly. Krass, 702. Ja, GG. GG. Ja, Leute, also war eigentlich, na, easy würde ich mal sagen, nicht, aber es war... Es hat funktioniert und das ist alles, was zählt. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen und jetzt schauen wir uns an, welche Brawler der gute Freund hier zieht. Also nochmal von ganz neu, Leute. Alter. Er freut sich auf jeden Fall mega, das ist schon mal geil. 124 Gold. Kann man machen. Ich meine, also ich zitter eigentlich auch immer. 21 Powerpunkte für Brock. Verbleibende Gegenstände.
Oh mein Gott, Leute, ihr müsst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen für dieses Video. Er zieht erstmal Penny, der erste Brawler, Piper, der zweite Brawler und... Leon! Oh mein Gott, Alter, er zieht einfach noch Leon. Lol, er freut sich richtig, er freut sich so hart. Hä? Warum das denn? Nö. Junge, als ob Penny, Piper und Leon. Leute, ich gönn's ihm auf jeden Fall richtig. Seine Reaction ist schon auf jeden Fall echt stabil. Er hat Penny, Piper und Leon aus einer Megabox gezogen und das ist schon echt eine krasse Leistung. Also das schafft man nicht so easy, Leute. Schafft das mal, macht das nach und schickt mir dann gerne ein Video davon auf Instagram @Pookie9, also Pookie9 heiße ich dort. Checkt das auf jeden Fall mal ab. So, und ich würde sagen, wir zocken jetzt noch auf entspannt eine Runde Solo-Showdown mit Piper auf Dornendünen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bin so gespannt, ob das jetzt hier schlimm wird oder nicht. Über 500 Solo-Showdown finde ich nicht so chock. Also, da spiele ich lieber Duo-Showdown mit Randoms. Ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Oh, lol. Weil es halt einfach so abfuck ist, hier immer gesandwiched zu werden. Und Leute, es ist so ein fettes Gewitter hier draußen. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm gerade für euch. Bull, du klaust mir doch jetzt nicht... Er hat mir einfach den Cube geklaut. Der kleine Lappen. Jetzt will er mich hier auch noch sandwichen, oder was? Erstmal muss die Shelly dran glauben. Die haben wir schon mal. Perfekt. Was macht denn der Frank? Oh, Leon. Haben wir auch. Lol. Was ist denn das für eine Ulti? Da muss ich aber komplett los. Ja, probieren wir mal folgendes. Let's go. Nee, doch nicht. Zack. 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 Oh nein. Zack. Zack. Okay. Weil ich mache hier die Special Pookie Moves auf jeden Fall. Ich muss eigentlich gucken. Den Frank würde ich schon noch gerne töten. Ja, der ist tot. Oh nein, jetzt habe ich das Problem hier im Hals. Scheiße. Leute, das ist gar nicht gut. Das ist echt nicht gut. Komm, ich probiere lieber meine Ulti irgendwie aufzuladen. Alter. Oh, nein! Nein! Ey, komm! Ich habe so gut gespielt, Mann. Ich habe so gut gespielt. Ey, das gibt's nicht. Plus zwei, immerhin. Immerhin. Aber Leute, das ist halt das Problem. Es ist einfach Solo-Showdown. Es ist einfach ekelhaft. So, jetzt spielen wir Duo-Showdown. Ich werde 15 Euro, dass wir jetzt hier, dass ich diese Runde jetzt hier gewinne. Ganz easy, Leute. Ich hätte es nicht machen dürfen. Oh mein Gott, und er ist auch noch AFK. Okay, kleine Startschwierigkeiten, aber muss man akzeptieren. Digga, wie wär's, wenn du mal die... Junge, das ist der größte Vollidiot, nicht, dass er die Kiste mal anhittet. Er chillt erstmal und wartet so, was die Gegner machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verpiss dich. Junge, warum triggerst du denn noch zusätzlich? Junge, ich check mein Team mit auch gar nicht, ne? Der hätte einfach weglaufen können. Okay, er ist eh schneller, aber trotzdem. Jetzt haben wir hier den Roboter. Okay, Leute, den Roboter sollten wir aber bekommen. Yep, perfekt. Sammel ein. Und, oh nein, du ziehst mich nicht, mein Süßer. Komm mal her. Boah, komm. Oh nein. Okay, erstmal Roboter. Riesenroboter geht nach unten. Oh, wo ging der zweite Schuss hin? Niemals habe ich da gerade hingeschossen. Oder bin ich gerade dumm? Also, ich weiß es gerade wirklich nicht. Was ist denn da gerade passiert? Oha. Er macht wieder auf Profi hier. Ah ja. Folgendes. Zack. 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 Ah. Junge. Als ob ich die jetzt nicht treffe, ne? Okay. Ja. Stabil. Oh! Problem! Problem! Hilf mir! Oh. Crow Ehrenmann. Perfekt. Nein. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß es echt nicht. Dritter. Naja, immerhin null. 15 Euro.
gibt's jetzt für euch. Was ihr dafür tun müsst, like dieses Video. Ne, müsst ihr nicht, aber wäre eine Ehrensache. Abonniert mich auch auf Ehrenmann. Ihr müsst einfach einen Kommentar schreiben. Also schreibt einen Kommentar. Ich werde das Kommentar, das gewinnt, einfach anpinnen und derjenige muss sich dann irgendwie melden. Also ganz, ganz easy, Leute. Ihr habt 12 Stunden Zeit, also bis 3.15 Uhr morgens. Macht auf jeden Fall mit. Ich bin ein Ehrenmann, ich halte mein Wort und ich würde sagen, das war's jetzt hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.